Die ist lesbisch. Oh ja, Leute. Und jetzt wird's heiß und nice. Wir gucken gleich noch Party, Bruder. Ist mir egal. Und hattest du vielleicht schon mal was mit einem Mädchen? Ja, das, ja, schon mehrfach. Wow. Wow. 100 Likes mehr. Wow. 100 Nike eher. Wow. Oh, oh. Glaube, mir fällt gerade auf. Hat der Krasavic, hat der eine Sprachnachricht gesendet. Hallo, ich chill gerade zu Hause und wollte nur ganz kurz Bescheid geben, dass ich jetzt gleich masturbieren werde. Lieben Gruß. Katja, ich habe das jetzt bei Twitch abgespielt. Mein Chat, der... Gut, eigentlich wollte ich gucken, ob ich Frau, weil ich glaube, ich habe es nämlich tatsächlich vergessen. Ja, ich habe Frau, nee, sie hat mir, Frau Bra hat mir nicht mehr auf Instagram geantwortet. Frau Bra hat mir auf Instagram nicht mehr geantwortet. Ja, gut. Ich habe Lombardi schon 20 Mal gesagt, lass mich bei Superstar einfach nur rein für mein Video. Lass mich bei Superstar rein und mach mich vor diesen scheiß Leuten da. Lass Dieter Bohlen und alle mich fertig machen. Für RTL wäre es ein Sieg, für mich wäre es auch ein Sieg. Alle würden profitieren. Ich darf nicht. Hat gesagt, ich kann nicht singen. Pedro Lombardi, deine scheiß Songs werde ich nochmal in meine Story packen. Aufhören! Hand da weg! Ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Es ist sehr, sehr gut geschauspielert. Wirklich. Also, toll. Sie sagt, nein, ich kann das nicht. Dann küsse ich dich jetzt. Also, mir wurde total warm, als ich Cordulas Hand berührt habe. Flickchen, schneid das raus. Wurde total warm, als ich Cordulas Hand berührt habe. Versteht ihr? Mein ganzer Körper, meine... Ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Ich hasse mich total selber. Vielleicht bin ich ja lesbisch. Ich hasse mich total selber. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin vielleicht lesbisch. Yeah. Yeah. You'll find a different side of me. Like someone pretty need a different side of me. Jetzt reicht's. Was macht ihr hier? Was ist hier los? Ich wollte Jojo nur aufmuntern, wirklich. Ich wollte nur kurz einblasen zum Aufmuntern. Wirklich. Wirklich. Hast du jetzt was mit ihm? Ja. Mhm. Wer weiß. Oh, Instagram. Unangenehm. Unangenehm. Willst du heute Nacht wieder bei mir schlafen? Safe. Nachdem sie gerade mit einem anderen Typen rumgemacht hat, wird sie bestimmt wieder bei dir schlafen wollen. Yeah. Du hast das einmal eins der Trennung definitiv verstanden. Sagt ihr jetzt ja? Sie sagt einfach gar nichts, sie guckt ihn einfach nur dumm an. Endlich mal Action, Alter! Georg, jetzt mach sie weg, die Dame!
Sterne sind ja schon spannend, ne? Ja. Wusstest du, dass es für jedes Sternzeichen ein eigenes Sternbild gibt? Ja, so funktionieren Sternzeichen. Das sagt der Name Sternzeichen, Georg. Nee, wirklich? Das ist echt dumm. Ja, das ist wunderbar. Ja, ist ja schon ein bisschen kalt. Da habe ich gedacht, bring ich mal ein Zelt mit. Besser, ja. Natürlich, man hat auf einer Klassenfahrt ja eigentlich immer ein Zelt dabei. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht, wenn man auf Klassenfahrt ist? Oh, oder im Feldeinsatz von der Bundeswehr. Ist es nicht das Gleiche? Ich weiß nicht, was das sollte, dieses Kommentar. Ich vergesse es einfach. Dann baue ich das mal kurz auf und dann machen wir es uns gemütlich. Okay. Ja? Das sollte ganz einfach gehen. Brauchst du Hilfe, oder? Ach, Quatsch. Mach's dir schon mal gemütlich da. Ui. Ja. Hat ja doch noch gut geklappt, ne? Ja, war eine gute Idee, ja. Sehr gemütlich und schön warm. Alter, ganz ehrlich, irgendwie habe ich immer diesen Georg-Vibe. Also immer, wenn ich Georg sehe, denke ich mir, genauso bin ich bei einem Date. Genauso bin ich sicherlich bei einem Date. Und die Frage da draußen an alle Frauen, die sich mit mir treffen wollen oder schon getroffen haben, warum? Warum? Bei meinem Geld bekommt ihr nichts. Warum macht ihr das? Ja, das stimmt. Weißt du, ich finde, du bist ein ganz besonderer Mensch und ich glaube auch, dass die anderen deine wahre Schönheit nicht sehen, so wie ich sie sehe. Und ich glaube, was du siehst, ist einfach nur der easy fick. Mehr nicht. Ja. Oh! Oh ja! Oh ja, es wäre doch geil, wenn man gesehen hätte, wie das Zelt wackelt, Alter. Mama, bitte kauf mir das Objektiv. Ich will das so gerne haben. Nur Dinge, die einen auf der Klasse mal interessieren. Objektive von Kameras. Ein letztes Mal musst du mir das Geld geben. Bitte. Nein, wieso erzählst du denn schon wieder von der Anwaltskanzlei? Ich hab dir das doch gesagt, dass ich das nicht machen will. Sag Wallah. Hör bitte auf damit. Wallah. Ganz ehrlich, ich mach so nicht weiter. Ich zieh aus. Okay. Puh, das klang schmerzhaft. Geht's dir gut? Nein. Ja, was ist los? Du schreist voll rum. Immer, wenn es Ärger gibt, ist direkt Stanley, aka Fuckboy, nicht weit vom, weiß nicht. Ja, wegen meinen Eltern. Die wollen, dass ich die Anwaltskanzlei übernehme. Das willst du nicht. Nein, ich will Fotografin werden und meiner Leidenschaft folgen. Aber du kannst ja machen, was du willst. Deine Eltern haben dir das ja nichts zu bestimmen. Doch klar, und die verstehen mich halt nicht. Ja, erstmal, weil deine Eltern kein Deutsch sprechen, schon mal daran gedacht. Machst sowieso erstmal deinen Schulabschluss und dann danach kannst du selber entscheiden. Ich meine, du entscheidest doch, was du studierst und was du machst in deinem Leben. So geil, Alter, er hat so recht. Ey, macht einfach, was ihr wollt. Macht einfach, was ihr drauf. Also macht einfach, was ihr wollt. Ja, aber ich muss jetzt sowieso jetzt schon ausziehen. Du musst jetzt bei dir zu Hause ausziehen. Ja, ich kann so nicht weitermachen. Verstehe ich, klar. Verstehe ich vollkommen. Bleib doch einfach in dem Wohnlandheim, wo du gerade bist, auf Klassenfahrt wohnen. Also die Klassenfahrt geht ja eh wahrscheinlich noch 16 Staffeln weiter, von daher passt. Du kannst nach der Klassenfahrt gerne bei mir einziehen und dich dann da auch ausziehen. Oder? Digga, warum? Du kannst nicht einfach irgendwen aus deiner Klasse zu dir nach... Wohnst du nicht auch bei deinen Eltern, wenn du alleine wohnst? Spielt dir nicht alle 16... Das macht alles gar keinen Sinn. Wie alt ist die, wie alt ist er? Ich will's gar nicht wissen. Oder jetzt schon? Richtige Reaktion. Das war ein Witz. Oh, Stanley. Der hat wohl nicht so gut gesessen, der Witz. Finger weg von Frau Bra. Ganz wichtiges Ding. Schön, dass ihr schon da seid. Eigentlich habe ich euch alle erwartet. Ich wüsste vielleicht, wo Hortensia und Tesla sind? Ich glaube, die schlafen noch. Okay. Ja, ist nicht schlimm. Das hier soll eigentlich ein Gespräch unter uns Frauen werden. Ist mir ein bisschen unangenehm. Naja, okay, obwohl eigentlich muss es eigentlich gar nicht sein. Ich will es eigentlich kurz und knapp machen. Die anderen sehen den natürlich auch nicht, weil die sind alle dumm. Die sind, also die Frauen, die da sitzen, diese drei Stück, die sind alle dumm und können nicht hinter die Couch gucken und sehen den Kopf nicht von diesem Typen, der obviously da rumcreept. Man hört den auch nicht, die sehen den nicht, weil die sind alle dumm und gucken natürlich nur auf die Lehrerin, weil die alle dumm sind, genau. Ja, ich bin im Besitz eines Sexspielzeuges. Hat Sex gesagt. Wallah, Jungfrau. Nee, also wirklich, das darf eigentlich nichts. Es ist nichts Unangenehmes. Es ist. Stanley, das ist absolut verwerflich, was du da machst. Digga, warum redet die Lehrerin mit den Schülern über Sexspielzeuge und wieso hängt er da hinter der Couch und wichst dich ein? Sehr normal. Ich will euch einfach nur eine kurze Predigt halten, dass es wirklich auch normal ist, als Frau sich selbst zu befriedigen. Wirklich, es ist nichts Schlimmes. Alter, what the fuck?
sagt Frau Brat einfach einen Dildo. Glaubt, man hört dich. Dildo hier bei der Es ist ein Vibrator und Dildo vibriert nicht, das weiß man. Klassenfahrt dabei. Ich wusste, dass sie so eine richtig wilde Willige ist. Ich glaube, jeder Mensch, also jedes Mädchen, das ich kenne, über 18, hat, glaube ich, Sexspielzeug. Tatsächlich, weil alle Kerle, die da draußen rum sind, scheiße sind im Bett. Habe ich direkt gemerkt. Sie wäre die perfekte 1000 für mich. Oder eben Lorena. Bro, du bist 18. Du kannst keine 1000 Frauen geschwängert haben. Aber Lorena springt irgendwie einfach nicht auf mich an. Ich weiß auch nicht, was ich da machen kann. Die perfekte 1000 wäre, wenn du dir einfach einen runterholst, Junge. Wie jeder normale Kerl in deinem Alter. Zum Glück hatte ich auf der Fahrt hierher schon was mit Fatima. Sonst würde ich so langsam irgendwie an meiner Qualität zweifeln. Stanley, was machst du da? Ist gar keiner Stanley, mehr. Ja. Ist keiner mehr hier. Keiner mehr da? Guten Morgen, du bist auch schon wach. Morgen, ja. Ich habe schon ein bisschen Morgensport gemacht. Das ist super. Ja. Das ist so unangenehm, dass diese Lehrerin so close mit den Schülern ist, so freundlich und so. Also Frau Ostermann hatte wenigstens noch eine professionelle Distanz. Die, klar, die hat auf der Klassenfahrt eine Webcam-Show gehabt. Aber Frau Bra, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen von den pädagogischen Qualitäten hier enttäuscht. Frau Bra, das ist doch nicht in Ordnung. Da muss ich mal ganz kurz eine Ansage machen. Sie flirten hier, haben Sexspielzeug auf der Klassenfahrt dabei und erlauben hier Saufgelage und verschiedene andere Dinge. Haben 1000 Euro einer Schülerin gestohlen. Also Frau Bra, irgendwo reicht's dann an der Stelle auch. Wie hast du geschlafen? Gut, ja. Ja? Hast du schon was gegessen, oder? Nee, ich wollte Buchstabensuppe machen. Ach, wirklich? Ich hätte aber eher gedacht, ein paar Früchtesäfte für alle zu machen. Früchtesäfte, Buchstabensuppe, genau, sowas, was man eigentlich macht, ja. Was hältst du davon? Okay, ja. Okay, gerne. Schön, dann lass uns anfangen. Hallo, ihr beiden. Hallo, du einer. Warte mal, Moment. Wenn das kann nicht echt sein. Das kann nicht echt sein. Was? Moment, jetzt bricht gerade mein ganzes krass. Wer bist du? Ich bin Kenneth aus deiner Klasse und wer bist du? Ich bin Cringe Timmy, auch aus deiner Klasse. Also, ihr seht wirklich aus wie Zwillinge. Das ist wirklich mysteriös. Und zwar Doppelgänger. Oh mein Gott, Wahnsinn. Das ist Frau Bra natürlich vorher noch nie aufgefallen, weil die beide noch nie in einem Raum gesehen hat. Genau. Wieso gibt es keine Szenen in dem Pool? Was ist mit diesem Pool? Hat da wirklich jemand vom Team reingewichst oder warum wird der nicht benutzt in diesem... Mann! Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, und du? Mhm. Ja. Krass, jetzt sind wir wieder zusammen eingeschlafen. Denkst du? Wir können doch miteinander einschlafen. Kann ich mit dir schlafen? Kann wir ficken? Denkst du, wir haben noch eine Chance? Ja. Ich denke auch. Ich denke auch, ja. Also, sind wir jetzt zusammen? Ja. Hä? Wieso hat die dann eben mit diesem anderen Typen rumgemacht und gesagt, ja? Das ist alles wieder so, alles so unverständlich. Baby und Tina. Weißt du was, Fatima? Aha. Ich bin nicht sauer. Ja. Ich bin enttäuscht von dir. Alter, nein, du Armer. Warum? Kachba! Kachba! Ich hatte alles schon geplant. Unsere Hochzeit. Die Flitterwochen. Bro, ihr seid in einer Klasse. Also an der Stelle auch mal ruhig machen jetzt. Ich wollte uns ein Haus bauen. Ihr seid nur in einer Klasse, ihr habt nie miteinander was gehabt. Das aussieht wie ein Zoo mit Affen, mit Kamelen, mit... Das klingt nach einer starken Geisteskrankheit. Ich glaube, du bist zurückgeblieben, mein Sohn. Elefanten mit Vögeln. Vielleicht solltest du wirklich erst erwachsen werden, ich mein's ernst. Und du machst alles kaputt mit Stanley. Jojo, es war einmal, es war nichts Schlimmes, einmal kein, es war ein Ausrutscher. Ich hab's gesehen, du Jojo, alles ruhig, Junge, beruhig dich mal ein bisschen. Und du hast alles kaputt gemacht, ich bin nichts für dich. Oh, das spielt ja gar nicht so schlecht, vielleicht meinte das sogar ernst. Jojo, sag's was, ich schwöre, es war nur einmal, es hat nichts zu bedeuten gehabt.
was? Du bist ab jetzt lost für mich. Jojo, sag sowas nicht. Du bist ab jetzt lost für mich. So vermittelt man Gefühle, okay? So werden Gefühle über Musik übertragen. Versteht ihr jetzt das Theatralische, den Schmerz, das, was... Also, versteht ihr, was ich meine? Ich fühl's auch sehr, ich fühl's auch sehr. Denk, wir sind auf einer Wellenlänge. Geht's dir besser? Ja. Ich bin nur sehr verunsichert. Mach doch jetzt einfach Schere, mein Gott. Mensch, und ich weiß einfach nicht genau, was mit mir los ist. Du musst dich für gar nichts schämen, wirklich. Schere jetzt. Aber freut mich auf jeden Fall, dass es dir besser geht. Schere! Schere! Aber wirklich, das freut mich jetzt, dass die beiden zusammenkommen. Können auch ohne Schere gute Zeit haben. Freut mich. Schön. Ich spiele gerade Schere, Stein, Papier, aber Chat versteht's nicht. Ich wollte nur Schere, Stein, Papier spielen. Ihr habt sich verstanden. Alle Jungs aus der Klasse. Dann gibt's auch noch den hier. Nee, warte. Wir brauchen wieder den hier. Geil. Ich mein's aber schon ziemlich ernst. Also den Kuss haben sie ausgiebig gespielt. Das kann man an der Stelle mal sagen. Also ab einem gewissen Grad fällt man aus der Rolle raus und dann ist es nicht mehr gespielt. Aber ist ja okay, jedem das jedem. Jedem das jedem, oder? Jedem das jedem, love is love, sage ich immer. Jedem das jedem und seinem das seine. Genau so ein Ding ist das. Ich finde, mit dir in der Sauna ist mir direkt noch heißer. Das ist sexuelle Belästigung. Du musst weggesperrt werden, Stanley. Wirklich, es geht so nicht weiter. Niemals rauskommen, bitte. Ich kann für gar nichts garantieren. Wenn du mir nicht hilfst, meine goldenen 1000 voll zu machen, dann haben wir echt ein Problem, Alter. Gib doch Georg einfach mal sein erstes Mal, bevor du 1000 machst, Bro. Könnten die sich inzwischen denn schon etwas mit jemand Neuem vorstellen? Ja, sagen wir mal so. Ich möchte nicht für immer alleine bleiben. Ist jetzt Realität, oder? Ist keine Fiktion. Ist Realität, ich schreib dir. Bist du eine scheiß Lesbe? Was soll das? Sexual Shaming is not okay. Okay, soviel auf jeden Fall zur neuen Folge von Krass Klassenfahrt, meine Freunde.